Herrlich. Einfach mal nur so dem Bienchen zuschauen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Informationsvideo. Ich sitze hier vor meinem Insektenhotel und das Wetter, ihr seht, die Sonne scheint. Wir haben jetzt draußen 16 Grad, im Gewächshaus übrigens schon 26 Grad. Die Fenster sind leicht geöffnet und ja, die Wildbienen schlüpfen. Wer das noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch mal hier oben das Video zu meiner Wildbienenecke hier. Da ist schon wieder eine. Ach, sie sucht ein passendes Zuhause. Toll. Ja, Informationsvideo. Ich wollte euch eben mitteilen, denn die Freigabe ist vor kurzem schon gekommen und ich hatte noch nicht die Gelegenheit, ein Video dazu zu machen, dass auch ich wieder dieses Jahr in Köln sein werde, bei Erftstadt auf dem großen öffentlichen Garten-YouTuber-Treffen. Und ich freue mich da schon tierisch drauf. Das war ja letztes Jahr so klasse, bis auf, dass ich mir da ein bisschen Sonnenbrand geholt habe. Wer das Video dazu nicht gesehen hat, ich kann euch mal den Vlog hier verlinken, könnt ihr ja mal reinschauen. Ja, also ich freue mich sehr auf diese Veranstaltung. Ich freue mich sehr, meine ganzen YouTuber-Kollegen zu sehen. Und am meisten freue ich mich natürlich, viele von euch dort zu sehen. Und die Gelegenheiten wird es wahrscheinlich ja nicht so oft geben, denn Köln ist wahrscheinlich auch nicht für jeden von euch so gut erreichbar. Aber vielleicht kann man das ja mit einem Wochenendausflug oder so verbinden. Für mich ist das eine Strecke von knapp 210, 220 Kilometer. Und meine Frau wird mich dieses Jahr begleiten als Hilfe am Stand, so dass ich auch ein bisschen mehr Zeit habe für euch Zuschauer, wenn sich da jemand mit mir unterhalten möchte. Ja, was werde ich mitbringen? Ich werde auch in diesem Jahr ein paar Sachen aussehen. Ich habe hier zum einen den bunten Mangold. Ich finde ihn ja klasse, meine Frau auch. Und letztes Jahr ist er auch ganz gut weggegangen. Und deswegen werde ich ihn dieses Jahr auch wieder aussehen. Dann habe ich die Zucchini, Cocozel von Tripolis, auch wieder dabei. Denn die hat einen guten Ertrag, ist lecker, schöne kleine Früchte. Gefällt mir sehr gut und meiner Frau auch. Dann haben wir ein bisschen Rosenkohl, den haben wir auch wieder besorgt. Den werde ich noch aussehen. Dann habe ich nicht viele, aber so ein paar Tomate Yellow Submarine, dann eine Tomate, also so ein Namen, ich kann mir gar nicht vorstellen, wer da darauf gekommen ist, Tomate BSAG-TOT-RUS. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Die war bei Bingenheimer, also keine Werbung, ich habe es gekauft. Also Werbung ist es ja dann doch schon wieder, aber halt keine bezahlte Werbung. Die habe ich mir mal gekauft, weil die so gut beschrieben war und ja mal testen wollte, wie die denn so ist. Denn die wird natürlich auch in meinen Garten kommen. Aber die Samen, die über sind, kommen dann halt mit nach Erftstadt. Und dann habe ich hier Tomate Primabella. Da habe ich eine ganze Menge Saatgut von gekauft, denn die war auch sehr gut beschrieben da in den Eigenschaften. Und bin mal gespannt, wie die so wird. Da habe ich auf jeden Fall 100 Korn von. Das wird eine Menge hier mit der Erdprosttopfe, muss ich ein paar Töpfe machen. Das wird noch eine Menge Arbeit. Ja, und das Ganze werde ich dann mitbringen. Wann muss ich damit loslegen mit der Aussaat? Am 19. Mai ist diese Veranstaltung in Erftstadt. Alle Daten und so weiter verlinke ich euch unten unter diesem Video. Da könnt ihr mal reinschauen. Auch die Internetseite von denen packe ich da mal mit rein. Und wie gesagt, kommt doch einfach ein bisschen früher, vielleicht einen Tag oder zwei. Versucht euch doch da irgendwie so ein freies Wochenende zu schaffen. Denn dieses Umweltzentrum ist da auch schön anzusehen. Ich habe mich letztes Jahr schon geärgert, dass ich da gar keine Zeit für hatte. Und deswegen werden meine Frau und ich diesmal schon zwei Tage vorher hinfahren, damit wir auch mal ein bisschen Zeit für die Gegend dort haben. Wie gesagt, ich freue mich auf euch. Drückt euch die Daumen, dass ihr da irgendwie freikriegen könnt, euch freischaufeln könnt und wir sehen uns. Bis dahin, ciao, euer Stefan. Und ich gucke hier noch ein bisschen den Bienchen zu.